bisschen Musik. Ah. Ich werde auch immer unvorsichtiger, weil ich halt auch immer ungeduldiger werde hier. Haben wir irgendwo ein Telefon? 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 Ich muss raus hier. Es ist nichts mehr da für mich. Das Vieh hat wieder Urlaub. Es kommt halt nie, wenn es kommen soll. Das ist so scheiße einfach. So, für mich hätte ich das wirklich mal gern, dass es klappt. Mit den verschlossenen Türen. Verstehe ich das mit den Treppen. Ach, scheiße. Ich gebe ja auch nicht auf oder so. Das mache ich, habe ich im Monster wirklich noch nie gemacht. Jetzt reicht's auch. Aber so langsam müsst ihr doch mal hier was kommen. Entweder ein Monster oder mal eine verschlossene Tür nochmal. Scheiße. Sollen wir mal einen hören? Oder sollen wir einen runter? So, hier habe ich also angeblich alle Türen aufgeschlossen. Allerdings fehlt mir noch genau eine Etage, die hatte so zwei Doppeldurchgänge hier irgendwie. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß, das ist hier alles. Ey, ich will da rein. Scheiße. Naja, nehmen wir es mal mit. Können wir mal da vorne probieren, aber es wird auch nichts bringen. Das auch. Eins. Zwei. Aber das wird nichts bringen. Es muss doch irgendwie gehen. Muss ich eventuell auf der ganzen Etage das Licht ausschalten und nur in diesen Raum dann den Leuchtstab reinwerfen. Was soll das? Wo ist das Monster? Spiel mit mir gerade. Spiel mit mir. Scheiß drauf, dann bin ich jetzt auch unvorsichtig. Ah, ich werde jetzt nochmal. Bringt ja alles nichts. Nochmal. Hallo? Treppe irgendwo hier? Vielleicht? Nach oben eine? Kreislauf macht Spaß. So, alle Etagen jetzt nochmal. Jetzt da rein. Nein. Scheiß jetzt auch mal echt auf die Kameras gerade. Entschuldigt meine Ausdrucksweise. Boah! Was? Ich hab mich hier vor dem Griff erschrocken. Es geht los, es geht einfach los jetzt. Wo ist dieser doppelte, wo ist dieser eine spezielle Durchgang, den ich meine? Hallo, Treppe. Boah. Okay, jede Etage also jetzt. Nächste Etage. Deck 6. Aber Deck 6 sind schon komplett durch. Ja, sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Oh! Okay,
Okay, Pan, konzentrier dich. Du kannst gleich durch die Küche. Moment. So wie es aussieht, waren wir hier auch noch nicht. Also haben wir genommen. Ach, die verschlossene Tür. Ach, wie schön. Verschlossene Tür, wer mag sie nicht? Ach, was soll's. Licht ist toll. Licht ist echt eine gute Sache. Hier, da waren wir schon drin. Hier ist auch noch was. Guter Raum zum Verstecken. Einfach mal alles mit. Okay, ich habe gesehen, wir können durch die Küche durch. Küche und hier ist noch ein weiterer Raum. Ein sehr geräumiger Raum. Ohne Tape. Aus so einem Kühlraum. Ja, krieg dich ein. Danke. Küche hatten wir schon. Hier hatte ich schon einmal Tape gefunden. Feuerzeug. Ich durchsuche gerade alles nochmal ganz genau. Ich muss so Doppeltüren hier auch. Doppeltüren. Warte mal, was ist hier? Und dann noch eine Etage höher. Da hatten wir aber immer direkt die Kabine, ne? Ich kann gerade gar nicht mehr rennen. Was zittert denn so komisch? Ja. Scheiße. Es wird eh nichts bringen. Ich probier's hier irgendwie. Ich mach's hier irgendwie. Ich will so einfach nur irgendwie durchspielen. Kann dann jetzt alles mir scheißegal. Ich laufe jetzt hier durch, hier rum. Oh. Hey, jetzt brauchen wir noch ein bisschen, dann können wir mit dem U-Boot hinkommen. Du willst nicht, dass ich da vorne hingehe? Ah. Ist mir voll egal. Hier ist eine Eieruhr noch. Ob es überhaupt kommt. Ist ja hier jetzt, ne? Ach, scheiß drauf. Na, egal. Reagiert null darauf. Null. Ich wollte echt, ich wollte es jetzt wirklich ein bisschen provozieren. Scheiße. Mal gucken, ob es noch lebt. Ein bisschen wachrütteln und sagen, hey, du hast hier einen Job zu erledigen.
Ach nee, Monster, Kleiner. Komm wenigstens hier rein, damit wir das einmal sehen und versehen, ob wir dich irgendwie verkaufen. Auch tolle Musik. Kerl, komm. Billy. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Wie eine kleine Katze hört er sich an. Ich höre den noch. Ich höre den noch. Jetzt nicht mehr. Mit der Musik hier gerade, das ist so bescheuert einfach nur. Oh Gott, ich dachte schon. Jetzt war ich schon gekommen, ich gucke hier sogar in jeden einzelnen Mülleimer noch. Das ist meine Etage jetzt hier. Upper Decks. Ich bin hier, Upper Decks. Warte mal, hier in der Kabine, ne? Habe ich denn hier alles aufgemacht? Gibt es hier überhaupt irgendwas zum Aufmachen? Habe ich hier aus Versehen den Schlüssel hingeworfen? No. Hier kann ich was aufmachen. Wir gehen mal wieder nach unten, gucken mal, wie es dem Boot geht. Vielleicht liegt da ja von Zauberhand Tape rum. Ich guck mal, habe ich hier den Schlüssel aus Versehen gerade verloren? Schön hier. Irgendwo Tape. Kein Tape. Kein Tape. Hä? Achso. Ich dachte, das wäre der Schlüssel. Monstrum, Monstrum, so viel Monstrum und es wird immer langweiliger. Ich weiß das auch, ich weiß das auch, Leute. Aber wisst ihr was? Wir holen jetzt mal das Tape. Das ist nämlich, oh, scheiße. Hier. Da. Irgendwo. Keine Ahnung. Eine Taschenlampe. Ich habe eh keine Fuße mehr. Ja, wow, so viele Leuchtstäbe. It's a Wunder. Ein wundervoller Durchgang. Und wieder mal eine Tür, die nichts kann. Wir machen es einfach nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie eine andere Möglichkeit haben mit dem... Ach ja, da hat er mich ja gerade nicht durchgelassen. Ah, okay. Mal direkt zum Boot. Wo ist das? Und hier vorne sind wir auch rein. Okay. Wenn ich also theoretisch dann noch einen nach unten gehe... Wow, super. Ich bin in einem Raum, wo ich mich nicht verstecken kann. Oh. Ich glaube, wir sind so leicht am Arsch gerade, kann das. Oder hat es eventuell die Tür eingetreten, endlich?
Bitte. Ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Der stand genau neben mir. Der bestimmt an mir gerochen. Die Tische atmen übrigens gerade hier. Ja, jetzt kann ich aber nichts machen. Der ist doch da immer noch, oder? Raus und ich glaube, das kann ich nicht. Das war Deck 5. Ich komme von hier aus nicht raus. Ich komme von hier aus nicht raus. Nein. Okay, hier muss noch ein runter. Hier muss noch ein runter. Boah. 1:20. Ich halt fast meinen Rekord gerade. Im Überleben. Gut, ich werde nämlich jetzt nochmal zurückgehen und dann nochmal alles absuchen. Da muss auf jeden Fall, da ist ein Raum. Ein Raum ist hier, den wir brauchen. Ein Raum. Okay, ein Raum. Den wir brauchen. Ja, ja. Ey, was für ein Glück kann man haben? Ich meine, wie kann man, was für ein Können kann man haben? Was? Deck 4, Deck 3. Deck. Wie jedes andere auch. Scheiße. Okay, komm. Das Monster will wissen, dass ich hier gewesen bin. Hopp. Wow. Wow. Boah, ich bin... Ah, da. Guck mal, jetzt haben wir mehr Inventar. Toll, ne? Finde ich auch. Wir können von hier aus übrigens nach ganz unten gehen. Hier ist noch eine Notiz. Und schon mal, ja, alles startbereit machen für das U-Boot. Uns fehlen dann noch die Lichter. Guck mal, es ist so, uns fehlen dann noch die Lichter und uns fehlt eh noch eine Fuse dafür wieder. Und ich habe meine alle verbraucht. Wenn ich damit gerechnet habe, dass wir das eventuell machen sollten, könnten, würden. Und dann, das weiß ich aber noch nicht, muss man auch noch irgendwas mit diesen, das muss man glaube ich auch noch befüllen. Da kann man sich nicht gut verstecken, deswegen, ich weiß ja nicht. Haben wir aber auch schon und wahrscheinlich haben wir hier auch schon alles aufgemacht. Ich glaube, ich mache das jetzt auch immer so, wie ich das jetzt hier auch mache. Dass ich einfach hingehe. Hier mal gucken. Und immer alle Schubladen aufmache. Einmal so zack, zack, zack und dann lasse ich die auch offen. Hier waren wir doch auch schon tausendmal drin. Haben wir denn hier auch die Schubladen laufen? Wer blubbert denn da wieder rum? Habe ich jetzt hier wirklich die ganze Etage clear? Ich habe das gehört. Ich habe das schon gehört, du Scheißteil. Ich habe es gehört! Ah, da sind wir hergekommen. War ich gerade drin? Ich habe jetzt schon wieder gar kein... Ja, hier war ich gerade drin. Orientierungssinn. Okay, noch eine Etage tiefer. Deck 2. Merken, Deck 2. Deck 2 sieht soweit noch ruhig aus.
Hier ist wieder ein Radio. Ich nehme das nochmal mit. Dieser Schrank hatte keinen Boden. Und auch hier waren wir schon drin. Ja, ich habe gerade echt die leise Vermutung, dass wir eventuell was verpasst haben. Oder übersehen haben. Ich denke immer, das ist hier vom U-Boot. Die Lampe. Nein. Nein. Nuppe. So much Nuppe. Ich laufe immer in die gleichen Räume rein. Ich bin gerade an einem Punkt. Glaubt ihr gar nicht. Ich einfach nur kotzen will. Okay, warte, dann gehen wir gleich hin. Okay, langer Flur, Treppe runter. Langer Flur, Treppe runter. Naja, wenn nicht, muss ich draußen in einen der Container. Muss mich da irgendwie so ein bisschen entlang hangeln. Geht nicht anders. Es geht nicht anders. Wir gehen noch eine Etage tiefer jetzt. Und dann habe ich hier echt alles durch. Machen wir das hier mal. Kann ich das nämlich auch wegwerfen. Sehr schön. Werfen wir noch die Batterie ein. Zack. Das machen wir sicherheitshalber nicht. Ja, sehr schön, sehr schön. Wow. Super, klasse, aber nichts, was ich brauche. Das Vieh war schon hier. Mit meiner Laterne nicht am Ende. Container, Container. Das Spiel will mich in die Container locken. Hallo, Container. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ihr wisst ja, was passieren kann. Bei diesen scheiß blöden Containern zum Beispiel, da unten sehen wir. Da wartet es schon. Diese grünen Eiterpickel. Das hatten wir schon gesehen. Ich glaube, wir rennen hier gerade im Kreis. Möchte ich, brauche ich nicht unbedingt. Waschmaschinen. Grüne Eiterpickel. Mal nochmal nach oben. Scheiße. Grüne Eiterpickel. Oh Gott, ich schwitze. Ah, ey. Mann. Ich hab alle Räume. Ich hab doch jetzt überall geguckt zur Hölle. Was soll ich denn noch machen? Was bräuchte ich mir jetzt noch? Die Lichter fürs U-Boot und eine Fuse. Das bräuchte ich mal fürs U-Boot. Ich hab doch hier irgendwo müssen noch ganz viele Räume sein, die ich übersehen habe. Nur wo? Hier nicht. Unten die Tür ist sicherlich immer noch nicht auf. Wieso kann man die Fusen nicht mitnehmen? Das finde ich immer noch total blöd. Wir rufen nochmal die zwei an. Es wird nichts bringen. Es wird absolut nichts bringen. Das Radio hören wir unten mehr. Ich warte einfach. Ich muss dann wirklich noch ein bisschen warten. Ich höre es blubbern.
Mehr wollte er nicht. Ich stelle mir vor, eine Rückansicht, während man rennt, wäre eigentlich auch ganz cool, wenn du siehst, wie das Monster hinter dir her ist. Wäre schon krass.